Alhamdulillah, der Islam ist eine Religion, die viele Menschen anzieht, wie wir sehen. Und ich habe hier neben den Abdur-Rashid stehen. Wie alt bist du, Abdur-Rashid? Ich bin 29. Und mit wie vielen Jahren bist du zum Islam übergetreten? Mit 28, drei Viertel. MashaAllah, also ein frischer Muslim, MashaAllah. Er sieht schon aus, als wenn er lange dabei ist, Alhamdulillah. Bruder, was ist, was dich vom Islam, was warst du vorher und was ist das, was dich vom Islam überzeugt hat, was dir gesagt hat, Islam ist die Wahrheit? Also vorher war ich alles, also eigentlich Christ, getauft, Protestant und habe aber diesen Weg auch irgendwo verlassen. Habe das absolute Chaos gelebt und auch erlebt und weiß, was Finsternis ist. So. Und was mich auf eine Art sehr interessiert oder fasziniert, ist das Licht des Islam. So, Allah gibt Licht, Allah gibt Führung. Für jemanden wie mich, der vorher ohne Führung da war, sowohl spirituell als auch in weltlichen Sachen, ist das eine sehr, sehr wichtige Sache. So, weil man merkt, dass man sieht dieses Weltliche, all die Genüsse, die Verlockungen, die da sind, so greift zu und man greift dann auch irgendwann mal zu, wenn man nicht fest da ist, wenn man nicht feststeht und nicht weiß, so was soll das alles. So. Und der Islam ist die wahre Religion Allahs, so Alhamdulillah. Und ich bin froh, ich bin wirklich dankbar, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich zu einem Muslim gemacht hat. Und ich würde mir wünschen, dass jeder, der auch nur ein Staubkorn an Tauhid, an Glaube hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen, diese Brüder und Schwestern recht leitet. Ja, Alhamdulillah. Und also du hast gesagt, ja, dass man halt vorher immer nach dem Genuss gestrebt hat und du siehst halt jetzt, so wie ich das dich verstanden habe, dass das halt nicht der eigentliche Sinn des Lebens ist, sondern du hast jetzt den Sinn in deinem Leben gefunden. Und wie bist du denn mit Muslimen in Kontakt gekommen? Wie bist du mit dem Islam in Kontakt gekommen? Ja, der erste Kontakt mit Muslimen war sehr kritisch, weil es waren halt so, wie du ja wahrscheinlich auch kennst, Muslime, die in die Diskothek gehen, die dies machen, die das machen. Also noch schlimmer als die Christen zu meiner Zeit. Von daher habe ich mich dann erstmal vom Islam distanziert. So, ich wollte nicht wissen, weil ich habe mir gedacht, die sind noch schlimmer als wir, muss nicht sein. Und du hast ja halt gedacht, du hast gesehen, was die praktiziert haben, das hat dich abgeschreckt von ja. Islam. Ja. Die haben ja auch nicht viel von Islam erzählt. So, ich wusste wohl, okay, es gibt da einen Propheten, der heißt Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. So, jetzt weiß ich, dass das beste Geschöpf war, den Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und aber wie gesagt, das war damals nicht so der Fall. Ja, dann kam der 11. September. Dann war ich jemand, der Fernsehen geguckt hat, Zeitung gelesen hat und dann da mir so eine Meinung gebildet hatte. Und ja, dann kam irgendwann mal die Zeit, wo ich Arbeitskollegen kennengelernt hatte, die Islam gelebt haben. So. Also richtig praktizieren muss. Alhamdulillah. So. Und die waren auf einmal freundlich, die waren offen, die haben mich gefragt, was hältst du von Gott und was hältst du von Allah subhanahu wa ta'ala? Und ich habe gesagt, ja, ich glaube an Gott, ich lese gerade die Bibel, ich habe mir eine Koranübersetzung gekauft, ich lese das und dann, Alhamdulillah, kam man so ein bisschen ins Gespräch, die haben mit mir Dawah gemacht und dann, Alhamdulillah, habe ich die Shahada gesprochen. Aber dann hat also, du hast also die Bibel gelesen und den Koran. Und für dich persönlich, deine persönliche Meinung, hat der Koran also mehr Sinn ergeben und hat für dich die Wahrheit ausgemacht? Die Bibel hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Die Bibel hat mich in absolute Verwirrung und Chaos gestürzt. So. Der Koran war also klare Botschaft für dich, man muss gute Taten tun, an Allah glauben. Ja, natürlich, klar. Also was würdest du dann den Nicht-Muslimen Deutschen, was würdest du denen empfehlen? Lass erstmal die Vorurteile sein. Denkt an die Sachen, die ihr sonst immer macht, auch wenn ihr versucht, logisch an irgendwelche Sachen ranzugehen. Betrachtet das Ganze, es ist was Neues für euch. Lasst ihr Islam die Chance, dass es was Neues ist und entdeckt den Islam neu. Und nicht über Fernsehen, über Video, über Kino, über die ganzen Vorurteile. Einfach mal über Bord weglassen so, und lesen. Erstmal lesen. Koran-Übersetzung lesen, weil ich denke mal, die wenigsten werden Arabisch von vornherein kennen. Ja, ja. Und gucken, dass ihr auch eine gute bekommt. Von Muslimen, nicht von Orientalisten, weil es versteht dann nachher kein Mensch mehr. Katastrophe. Absolut, absolut. Ja. Okay, du hast ja gesagt, dass du vorher auch schon richtig das Leben wahrscheinlich gelebt hast, sage ich mal. Viele Menschen denken ja, wenn man lebt, Party macht und so weiter, das wäre etwas, was ihn glücklich macht. Wie siehst du das denn jetzt, wo du zum Islam übergetreten bist, wo man ja eigentlich ein Leben lebt, wo jetzt der Otto Normalverbraucher denken würde, dass man viele Einschränkungen hat? Was sagst du dazu? Das ist Quatsch.
Das ist, man hat keine Einschränkungen, nicht wirklich. Man muss, okay, man muss auf ein paar Sachen achten, aber das hat eigentlich nichts mit der Religion zu tun, sondern eigentlich damit, dass man, wenn ich jetzt einkaufen gehe, ich gucke, was ist drin, kann ich das essen. Aber das ist auch eine Sache, das sollte jeder normal denkende Mensch auch. Du bist noch nicht verhungert, Alhamdulillah, gibt noch genügend Sachen, die man essen kann. Ja, und die sind alle sehr lecker. Alhamdulillah. Das heißt, wenn man Muslim wird, man kann noch essen, Alhamdulillah, man darf essen, trinken, Alhamdulillah. Man sieht, der Bruder, Alhamdulillah, der ist groß, noch immer, Mashallah. Ich denke, das reicht, inshallah.